Guten Tag, mein Name ist Klaus Michael. Ich bin Energieberater im Niedrigenergieinstitut in Detmold und möchte Ihnen in diesem Video aus aktuellem Anlass Ratschläge geben, wie man von Gas und Öl wegkommen kann Richtung Heizsysteme, wo wir weniger vom Ausland abhängig sind und außerdem was für unseren Klimaschutz tun. Ich möchte in diesem Video, ich schiebe mich erst noch auf die Seite, dass Sie das Video gut sehen können. So, nicht nur ein bisschen, das reicht. Und dann kommt erstmal der Anlass. Wir heizen unsere Häuser noch überwiegend mit Öl und Gas in Deutschland. Bei Öl sind wir fast zu 100% importabhängig. Davon kommt ein Drittel aus Russland. Es ist ein fossiler Brennstoff, der Kohlendioxid emittiert. Bei Gas sind wir etwa zu 95% importabhängig. Die Hälfte kommt ungefähr aus Russland. Ist auch ein fossiler Brennstoff, der auch CO2 emittiert bei der Verbrennung, unvermeidlich. Wir haben als Alternative Strom, den wir faktisch gar nicht importieren. Wir haben ein bisschen Außenhandelsexport, Import, aber im Wesentlichen machen wir unseren Strom selber. Und dieser Strom wird künftig wesentlich regenerativ sein. Im Moment ist er etwas weniger als die Hälfte aus regenerativen Energien und in Zukunft, in den nächsten 20 Jahren, werden wir wohl fast 100% regenerative Stromversorgung hinkriegen. Haben also keine CO2-Emissionen mehr nennenswert zu befürchten. Vielleicht noch ein anderer Brennstoff, der oft von Hausbesitzern ins Gespräch gebracht wird, Brennholz oder Pellets. Haben wir keine wesentliche Importabhängigkeit, aber es ist auch nur ein kleiner Anteil möglich, weil so viel Wald zu fällen haben wir gar nicht. Und die Feinstaubemissionen und andere Nebeneffekte von Holzverbrennung wollen wir auch nicht in dem Umfang. Also es geht im Wesentlichen um Öl und Gas und der künftige Hoffnungsträger im Wärmemarkt ist Strom. So, wie kommt man weg von Gas und Öl und deren CO2-Emissionen? Natürlich durch Wechsel auf CO2-arme Energieträger, das erkläre ich gleich noch an Beispielen, aber auch durch Verringerung des Wärmebedarfs, das ist ein ganz großes Potenzial. Denn alles, was wir nicht brauchen an Wärme, brauchen wir auch nicht erzeugen. Dafür brauchen wir dann auch kein Öl und kein Gas mehr. Die beiden wesentlichen Energien, die in Zukunft ökologisch zur Verfügung stehen, sind Fernwärme, wenn vorhanden, und Wärmepumpen. Also sind die Abschnitte hier, wann kommt Fernwärme für mich in Frage, wann kommen Wärmepumpen für mich in Frage. Ein Nebenthema ist dabei noch, was kann die Photovoltaik im eigenen Haus dazu leisten, dass das Haus warm wird, und wie sollte man vorgehen, wenn man diese Planungen jetzt anstellen will. Erstmal was zur Effizienz Entschuldigung, und zu CO2. Wenn Sie eine Kilowattstunde Wärme erzeugen, dann fallen bei einem Ölniedertemperaturkessel, der 85% Kesselwirkungsgrad hat, 15% gehen zum Schornstein raus, brauchen Sie für eine Kilowattstunde Wärme etwa 1,18 Kilowattstunden Öl. Ja, der Rest geht zum Schornstein raus. Und emittieren bei dessen Verbrennung 378 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Wärme, die Sie haben. Wenn Sie einen Ölbrennwertkessel haben, der einen Abgaswärmetauscher hat, steigern Sie den Kesselwirkungsgrad auf etwa 95%, brauchen dann pro Kilowattstunde Wärme nur noch 1,05 Kilowattstunden Öl und haben Emissionen von 336 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Wärme. Gas ist ein Kohlenwasserstoff, also nicht nur Kohlenstoff, sondern auch Wasserstoff, hat weniger CO2 drin. Gas gibt es auch Niedertemperaturkessel mit 85% Kesselwirkungsgrad und Brennwertkessel, die haben einen höheren Wirkungsgrad als die Ölkessel. Da brauchen Sie also für eine Kilowattstunde Wärme erzeugen auch nur eine Kilowattstunde Gas verfeuern und haben dann 290 oder 250 Gramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Wärme. So, und jetzt kommen wir zu den neuen Techniken. Wenn Sie eine Wärmepumpe haben, es gibt verschiedene Wärmepumpen, die Effizienz der Wärmepumpen unterscheidet sich, man misst sie an der Jahresarbeitszahl, die kann 3 sein, dann macht die aus einer Kilowattstunde Strom, die man reinsteckt, 3 Einheiten nutzbare Wärme. Also hat einen Wirkungsgrad von 300% gewissermaßen. Die anderen 200% holt sie aus der Umgebung. Kommt gleich noch. Oder Sie können eine ganz besonders effiziente Wärmepumpe sich anschaffen, die eine Jahresarbeitszahl von 4 erreicht. Die macht dann aus einer Kilowattstunde Strom 4 Kilowattstunden
nutzbare Wärme, hat also 400% Wirkungsgrad im Unterschied zu diesen anderen Anlagen, brauchen Sie dann also nur einen Bruchteil des Stromes bezogen auf die Wärmeerzeugung, also pro Kilowattstunde Wärme, zum Beispiel nur 0,33 Kilowattstunden Strom zum Antrieb oder 0,25 Kilowattstunden Strom. Und wenn wir jetzt das CO2 dieses Stromes betrachten, haben wir in Deutschland eine ganz starke Entwicklung. Früher, als der Strom im Wesentlichen in Kohlekraft oder zum erheblichen Teil in Kohlekraftwerken gemacht worden ist, hatte Strom eine hohe CO2-Fracht. Heute haben wir ja schon fast zur Hälfte regenerative Energien in Deutschland bei der Stromerzeugung. Wir haben heute nur noch 122 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Wärme bei einer Wärmepumpe mit dieser Effizienz, beziehungsweise nur 92 Gramm CO2, wenn Sie eine Wärmepumpe dieser höheren Effizienz haben. Und wir werden in den nächsten 18 Jahren durch Ausbau von Photovoltaik und Windkraft den Anteil der Kohlekraftwerke an der Stromerzeugung nochmal deutlich verringern. Und dann wird die CO2-Emission pro Kilowattstunde Wärme nochmal deutlich zurückgehen auf die beiden grünen hier eingetragenen Werte. Wenn Sie das mal vergleichen mit dem hier oben, ist es so, dass die Wärmeerzeugung aus einer Wärmepumpe, die effizient ist, weniger als ein Zehntel der CO2-Emissionen verursacht, wie eben die Wärmeerzeugung mit Öl- oder Gaskesseln. Insofern ist das ein großer Hoffnungsträger auf dem Wärmemarkt und deswegen mache ich auch dieses Video. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Energieträger, die häufig vorkommen, Pelletsheizung oder Holzstückholzheizung. Pelletsheizung ist die effizienteste Art der Holzverbrennung, weil sehr genaue Verbrennungsluftzuführung und Wärmeentnahme aus dem Feuerungsraum erfolgt. Pelletsheizungen können 85 bis 90% Kesselwirkungsgrad erreichen, emittieren aber bei der Holzverbrennung auch CO2, und zwar mehr noch als Öl. Natürlich, während das Holz wächst, bindet es CO2. Wenn das nachher verfeuert wird, emittiert es wieder CO2. Das Ganze ist ein zeitlicher Verschiebebahnhof. Der Baum wächst normalerweise 30 Jahre, bevor er verfeuert wird. Trotzdem werden bei der Verbrennung, also jetzt, und wenn Sie in Zukunft damit heizen wollen, in Zukunft höhere CO2-Mengen frei. So, dann gibt es noch Fernwärme als Heizsystem. Meistens nur in Städten, manchmal auch in kleineren Städten. Wir in Detmold haben ja auch Fernwärme. Deren Wirkungsgrad hängt von der Erzeugungsanlage ab und von den Verlusten des Wärmeverteilnetzes in der Stadt. Gehen ja die Rohre durch die Straßen durch. Hier gibt es keine einheitlichen Werte. Da muss man bei seinem örtlichen Versorgungsunternehmen, wenn es dort Fernwärme gibt, fragen, wie effizient das System ist und wie viel CO2 die dort emittieren, je nachdem, mit welchem Brennstoff sie die Fernwärme erzeugen. Ich erkläre nachher noch unser Detmolder Beispiel. Wir haben eine sehr saubere Fernwärme hier, aber das ist leider nicht überall so. So, wie sollen wir künftig heizen? Sie haben das sicher schon rausgehört anhand der CO2-Bewertung. Entweder mit sauberer Fernwärme, wenn vorhanden, leider nicht überall, also eher selten, aber manchmal. Oder eben mit Wärmepumpe und mit Photovoltaik Stromerzeugung auf dem eigenen Dach, sodass Sie den Stromverbrauch der Wärmepumpe zum gewissen Anteil selber aus Sonnenenergie bereitstellen können. Bevor ich das Thema, wie funktioniert Fernwärme, geht das in meinem Haus, wie funktioniert Wärmepumpe, geht das in meinem Haus, vertiefe, möchte ich erst nochmal auf einen anderen Punkt kommen, nämlich auf Verringerung des Wärmebedarfs. Wenn Sie von einer Gasheizung weg wollen, oder wenn Sie von Gas weg wollen oder von Öl weg wollen, besteht ja nicht nur die Alternative zu sagen, ich lasse das ganze Haus wie es ist und ändere nur das Heizsystem, sondern es besteht auch die Möglichkeit zu sagen, ich reduziere den Gas- und Ölverbrauch, indem ich mein Haus nachträglich dämme, zum Beispiel. Insofern ist es ganz wichtig, dass man diese beiden Alternativen bedenkt, denn in vielen Bereichen ist die Verringerung des Wärmebedarfs das Wirtschaftlichere als eine neue Heizanlage mit einem anderen Brennstoff für den großen Bedarf des ungedämmten Hauses zu kaufen. So, jetzt will ich ein bisschen an dieses Thema Altbausanierung ranführen, aber nur eine Einleitung. Wir haben in der Physik mal gelernt, um einen Körper auf gleicher Temperatur zu erhalten, bedarf es keiner Wärmezufuhr. Das ist der sogenannte Energieerhaltungssatz in der Physik. Ne? So, unser Haus
soll eigentlich immer gleich warm bleiben. Also jetzt wenden wir den Energieerhaltungssatz an. Wieso sollen wir da eigentlich heizen? Wir wollen doch nur, dass es gleich warm bleibt. Wieso brauchen wir ständig eine Wärmezufuhr? Das ist eine schöne Frage. Die Antwort ist relativ einfach. Weil das Haus ständig Wärme nach außen abgibt. Besonders dann, wenn es schlecht gedämmt ist. Es verliert durch die Kellerbauteile nach unten, durch die Außenwände horizontal, durch die Dachbauteile nach oben, durch die Fenster und Türen und deren Ritzen, durch den Schornstein, wenn die Feuerungsanlage hohe Abgastemperaturen hat und durch was weiß ich andere Sachen noch. Das ganze Heizen dient nur dazu, um das wieder an Wärme nachzufüllen, was durch diese ganzen Verluste ständig rausgeht. Und deswegen sollte man erstmal darüber nachdenken, ob man nicht ein Haus hat, wo man die Verluste sehr kostengünstig reduzieren kann und dann auch weniger heizen muss, bevor man nur über den Wechsel der Art der Heizanlage nachdenkt. Man sollte in Häusern, in alten Häusern, in schlecht gedämmten Häusern vor allem erstmal die Löcher stopfen, durch die die Wärme entfleucht. Ja, wenn Sie nämlich ein Haus außenrum gedämmt haben und neue Fenster und Türen, also dichte Türen und Fenster einbauen, einschließlich Kellertüre, Bodenluke. Und wenn Sie also durch die flächigen Bauteile und durch die Ritzen und Fugen weniger Wärme verlieren, dann brauchen Sie auch nur noch eine kleinere Heizanlage. Die wird dann billiger. Und das wirkt sich auch auf die Umrüstungskosten bei der Heizung erheblich aus. Ob Sie in einem Haus, was bisher einen 27 kW Ölkessel hat, eine 27 kW Wärmepumpe einbauen. Oder ob Sie das Haus durch Dämmung erstmal auf 5,5 kW dämmen, ne? Wärmebedarf. Und dann nur eine 5,5 kW Wärmepumpe kaufen müssen. Das ist ein Riesenunterschied bei der Wärmepumpe, ne? Also stellt sich auch jetzt die Frage, wie immer, womit fange ich an und wie kombiniere ich die Maßnahmen zu einem wirtschaftlichen Optimum, was ökologisch vertretbar ist. Hierzu noch eine Grafik, ein Balkendiagramm. Hier ist mal nebeneinander gestellt, wie viel Energie Häuser in unterschiedlicher energetischer Qualität verbrauchen. Immer am Beispiel eines 150 Quadratmeter Einfamilienhauses in verschiedenen Baualtern in der damals jeweils typischen Bauweise. Wenn Sie ein frühes Nachkriegshaus aus 1950 hatten, und heute noch in dem Zustand ist, also nicht saniert nachträglich, dann war das vielleicht ein 35 Liter Haus. Das hat pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr 35 Liter Öl gebraucht. Also insgesamt bei der Größe dann eben 5200 Liter. Solche Häuser gibt es noch. Frühe Nachkriegsbauweise. Wenn Sie in den 60er Jahren, wo schon so viel Dämmung üblich war, ne, also minimale Dämmung, aber immerhin schon minimale Dämmung üblich war, haben Sie vielleicht ein Haus, was bei der Größe im unsanierten Zustand 3700 Liter Öl braucht. Wenn Sie ein Haus aus der Mitte der 70er Jahre haben, wo schon 5-6 cm Dämmung üblich waren an den Bauteilen, Doppelverglasung, Isolierverglasung aufkam, dann haben Sie vielleicht ein Haus, was 2200 Liter braucht. Wenn Sie dasselbe Haus heute nach gesetzlichen Mindestanforderungen für Neubauten bauen würden, würde ein solches 150 Quadratmeter Haus 900 Liter Öl brauchen. Wenn Sie gerade so die Mindestanforderungen einhalten. Ne? Wenn Sie es im Effizienzhausstandard 55 oder 40 bauen, brauchen Sie 600 oder 450 Liter ungefähr. Wenn Sie ein Haus als Passivhaus bauen, ein Neubau, oder ein Haus auf dieses Niveau sanieren, brauchen Sie nur noch 200 Liter statt paar tausend Liter. Ne? Und natürlich geht es noch weiter. Also die unterschiedliche Höhe dieser Balken zwischen Altbau verschiedener Qualitäten und Neubauten verschiedener Qualitäten zeigt vor allem eins: Das Einsparpotenzial beim Altbau ist riesig. Das Einsparpotenzial beim Neubau ist relativ gering dagegen. Also Mindestanforderungen gegen Effizienzhaus. Ne? Aber sollten Sie einen Altbau haben, der noch wirklich aus früheren Jahren stammt und an dem nennenswerte Bauteile noch nicht saniert sind, dann verweist es auf die Priorität, dass Sie sich erstmal um die Gebäudehülle kümmern sollten. Das will ich jetzt aber nicht vertiefen. Wenn Sie sich mit der Frage, habe ich schlechte Kellerdecken, habe ich eine schlechte Außenwand, eine kalte Außenwand, habe ich kalte Dachbauteile, habe ich noch veraltete Fenster oder was weiß ich, diese Bauteile eben. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen wollen, gucken Sie bitte eins meiner anderen Videos an. Ich habe zu diesen Regelbauteilen, zu verschiedenen Bauweisen,
ausführliche Energieberatungsvideos bei YouTube stehen, die Sie alle unter dieser Internetadresse finden. Da ist die Liste mit den Links. Sie können die auch natürlich von Hand abschreiben, aber das ist bei YouTube umständlich, ne? Weil es so kryptisch ist. Und dann können Sie sich erstmal ein bisschen orientieren, wo Sie mit den Qualitäten Ihrer Bauteile liegen und ob das nicht vielleicht ein vorrangiges Investitionspotenzial ist. Und wie können Sie dabei wirtschaftlich vorgehen? Das will ich nochmal kurz abstrakt erläutern, ohne technische Einzelheiten zu erklären. Die Häuser bestehen aus wesentlichen Grundkomponenten. Kellerbauteile, Fenster, Dächer, oberste Decken, Heizanlage, Außenwände, Türen, Warmwassersystem und so weiter. Für jedes dieser Komponenten gibt es Qualitätsmaßstäbe. Die habe ich hier mal kurz so tabellenartig zusammengestellt. Und wenn Sie rauskriegen wollen, ob Ihr Haus wirklich noch schrecklich ungedämmte, viel energieverlierende Bauteile hat, dann sollten Sie mal rauskriegen, ob die Bauteile bei Ihnen hier Kategorie A, B, C, D, E, F oder G sind. Und wenn sie schlechter als C sind, sollten Sie darüber nachdenken. Wenn sie schlechter als E sind, dann sollten Sie das mit Priorität tun. Ne? Denn da haben Sie wirklich wirtschaftliche Potenziale dann brach liegen. Wie macht man das? Man nimmt die großen Bauteile und ermittelt erstmal die Fläche. Also nehmen wir mal an, ein Haus hat 70 Quadratmeter Kellerdecke, 130 Quadratmeter Außenwand, 25 Quadratmeter Fenster, 80 Quadratmeter Schrägdachfläche und oben zum Dachboden nochmal 40 Quadratmeter oberste Geschossdecke. Nur mal als Beispiel. Und Sie hätten jetzt ein Haus aus 1952, das hätte vielleicht diese U-Werte hier. Dann multiplizieren Sie einfach die Fläche mit dem U-Wert und mit der Temperaturdifferenzdauer. Temperaturdifferenzdauer ist vielleicht erklärungsbedürftig. Das ist ein Produkt aus Temperaturdifferenz und Dauer. Also eine Heizperiode lang sind so und so viele Tage mit so und so viel Temperaturdifferenz. Und da gibt es einen Summenwert für eine normale norddeutsche Heizperiode. Die sagt zum Beispiel, wenn Sie 20 Grad Innentemperatur haben und übliches Außenklima, haben Sie 84 Kilokelvinstunden Temperaturdifferenzdauer. Kelvin, ein Kelvin ist 1 Grad Celsius Unterschied. Ne? Ist hier unten erklärt. Und der U-Wert ist die Maßeinheit für den Wärmedurchgang eines Bauteils. Je höher der U-Wert, desto mehr geht pro Quadratmeter pro Grad Temperaturunterschied durch. Und deswegen ist das Produkt aus Fläche und U-Wert und anstehender Temperaturdifferenzdauer der Wärmestrom, der da im Jahr durchgeht. Zwischen innen und außen, wenn innen geheizt ist und außen normales Außenklima herrscht. Ne? Bei allen Außenbauteilen vereinfacht 84 Kilokelvinstunden. Bei der Kellerdecke, da ist ja unten drunter nicht so kalt wie draußen. Der Keller ist ja lauwarm. Ne? Draußen kann es ganz kalt sein. Ne? Es ist nur 42. Das ist eine vereinfachte Methodik, aber reicht für die grobe Einschätzung. Ne? Also, wenn Sie mal rauskriegen wollen, wo an Ihrem Haus wie viel Wärme rausfließt, ne? Dass Sie mal sehen, was ist eigentlich der wesentliche Verluststelle an meinem Haus, das große Loch, wo die Wärme rausgeht, ne? Dann machen Sie mal so eine einfache Tabelle auf. Müssen Sie die Flächen aufmessen, die U-Werte ermitteln, das mit 84 multiplizieren, dann haben Sie Ihre Summe. Das ist dann ungefähr die Summe der Wärmeverluste über die Gebäudehülle. So, als nächstes gucken Sie sich diese Tabellen hier an und überlegen Sie mal, okay, wie gut könnte ich denn werden, wenn ich die Kellerdecke 10 cm dämme, die Außenwand 14, wenn ich statt den alten Fenster neue dreifach verglaste Fenster einbaue, wenn ich mein Schrägdach mal neu decke und bei der Gelegenheit gleich richtig dick dämme und wenn ich meine oberste Decke zum Dachboden, was man auch selber machen kann, auch ordentlich dämme. Ich habe jetzt hier mal Minuswerte angenommen. Das ist die Differenz zwischen dem vorherigen U-Wert und dem, was Sie erreichen können, wenn Sie gescheit dämmen. Ne? Also es ist eine Verringerung des U-Wertes. Ja, und dann haben Sie jetzt die Reduzierung an Wärmestrom, die Sie erreichen können. Wenn Sie diese 70 Quadratmeter Kellerdecke den U-Wert um 1,8 verbessern, bei der Temperaturdifferenzdauer sparen Sie einen Wärmeabfluss über die Kellerdecke im Jahr 5200 Kilowattstunden ein. Also hier ist die Tabelle, wie viel bisher fließt. Und hier ist die Tabelle, wenn Sie die U-Werte um so viel verringern, ne, wie viel Sie insgesamt einsparen können. Haben Sie mal eine Vorstellung, auf welches Niveau Sie Ihr Haus bringen können. So, dann wollen Sie natürlich wissen, was kostet das und was bringt das. Ne? Dann müssen Sie eine dritte Tabelle aufstellen, indem Sie nämlich sagen, okay, Kellerdecke zum Beispiel 12 cm dick dämmen, dass ich Förderung von BAFA und KfW mitnehmen kann, ne, kostet mich 40 Euro im Quadratmeter. Müssen Sie Handwerker fragen notfalls oder selber ermitteln. Ne? 70 Quadratmeter mal 40 Euro pro Quadratmeter gibt 2800 Euro für die Dämmung der Kellerdecke. Außenwand, nehmen wir ein einfaches Mauerwerk,
einschaltiges Mauerwerk, 18 cm Wärmedämmverbundsystem außen drauf, verputzt, weiß angestrichen oder andere Farbe, ist teurer pro Quadratmeter, kostet dann 22.000 Euro. Fenster auszutauschen, 22 Quadratmeter, neue dreifach verglaste Fenster im Kunststoffrahmen, sagen wir mal 350 Euro im Quadratmeter eingebaut, ne? Sind sie bei 7.700 Euro und so weiter. Dann haben Sie hier mal eine Kostenschätzung, was das kostet. So, diese Qualitäten, die ich Ihnen jetzt hier vorhin dargestellt habe, sind alle förderfähig aus dem Bundesförderung für effiziente Gebäude. Da kriegen Sie 20-45% Zuschuss für. 20%, wenn Sie nur eins machen, und bis zu 45%, wenn Sie das komplette Haus sanieren. Ne? Also die Kosten sind nicht reale Kosten, es sind nur die erstmal die Handwerkerkosten abzüglich der möglichen Förderung. So, und jetzt kommt die spannende Sache. Was lohnt sich denn am meisten? Ne? Wenn Sie die Kosten ermittelt haben für Ihre Kellerdecke und vorhin haben Sie die Ersparnis an der Kellerdecke ermittelt und sagen, diese Dämmung an der Kellerdecke hält 30 Jahre, ne, dann machen Sie folgende Rechnung. Diese Kosten geteilt durch 30 Jahre mal diese Kilowattstunden-Ersparnis führt zu welchem Ergebnis? Wie viel Cent kostet mich die eingesparte Kilowattstunde? Vollkosten durch insgesamt einsparbare Kilowattstunden. Gibt also einen Indikator dafür, wo brauchen Sie am wenigsten Cent zu investieren, um eine Kilowattstunde einzusparen. Und ich habe das mal hier für diesen Fall ausgerechnet. Die absolut billigsten Sachen sind die Kellerdecke zu dämmen, normalerweise, wenn die nicht gedämmt ist, ne? Und die oberste Geschossdecke zu dämmen, zum Dachboden, wenn die nicht gedämmt ist. Hier habe ich jetzt angenommen, teilweise Eigenleistung, das kann man ja auch gut selber machen. Und Kellerdecke kann man auch selber machen, ne? Aber je nachdem, wie sie gebaut ist. Wohingegen Außenwand ist teurer, Fenster ist teurer und Dach ist sehr viel teurer. Wobei bei Dach natürlich bei den Vollkosten auch enthalten ist, sie haben eine komplett neue Dacheindeckung. Ne? Sie haben eine komplett neue Regenrinne, sie haben, was weiß ich, neue Dachflächenfenster mit drin. Also wenn man das Dach macht, macht man ja gleich das Dach mit allen Komponenten neu. Und sodass also hier eben auch höhere Kosten entstehen. Aber Sie sehen, und es hängt natürlich davon auch ab, wie schlecht war das Dach vorher. Ne? Also dieser Fall, diese Zahlen gelten nur für die vorher dargestellten Beispiele. Ne? Und sind aber noch alles Kosten ohne Anrechnung der Fördermittel. Ne? Wenn Sie es in förderfähiger Qualität bauen, ist es 20% bis 45% günstiger. Also, wenn Sie einen Altbau haben, der noch wirklich schlechte Bauteile hat, was Sie in der ersten Stufe ermitteln sollten, also bei der A bis G-Kraller schlechter als D, D und schlechter, ne? Ist es im Regelfall wirtschaftlich erstmal da was zu machen, bevor Sie sagen, ich investiere jetzt nach wie vor in eine sehr große Heizanlage. Sie können die nötige Größe der Heizanlage einfach deutlich reduzieren dadurch, ne? Und sie sparen natürlich auch Gas und Öl. Ja. Die machen sich unabhängiger von Russland. Ne? Gut, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie künftig heizen. Meiner Ansicht nach haben wir in den Städten, wo es Fernwärme gibt, die Alternative Fernwärme oder Wärmepumpe. Im Fernwärmegebiet, wenn die Fernwärme sauber ist, ist meistens Fernwärme vorzuziehen. Wenn die Fernwärme nicht sauber ist oder wenn Sie außerhalb eines Fernwärmegebietes das Haus stehen haben, kommt eigentlich nur noch die Wärmepumpe in Frage. Ich wohne in Detmold. In Detmold haben wir Fernwärme seit 25 Jahren ungefähr. Ja, ungefähr 25, 30 Jahre fast schon. Das Netz ist immer weiter zusammengewachsen. Am Anfang waren es kleine Netze, heute haben wir ein großes zusammenhängendes Netz. Wir haben ein großes Holzheizkraftwerk, was Abfallhölzer aus der Region verfeuert, wo wir eine sehr CO2-arme und sehr saubere Wärmequelle haben. Und deswegen ist es in Detmold ganz klar, wer in den Einzugsbereich dieses hier rot eingezeichneten Netzes liegt, soll bitte Fernwärme nehmen. Das ist regenerativ, das ist sauber, das ist super gut und ja, die Stadtwerke gehören auch der Stadt, nicht jemand anderem oder nur teilweise jemand anderem. Wenn Sie nicht wissen, ob es bei Ihnen Fernwärme gibt, obwohl Sie in einer größeren Stadt leben, rufen Sie Ihre Stadtwerke an, fragen Sie die. Fragen Sie auch nicht nur, ob es heute Fernwärme gibt, sondern ob in Zukunft was geplant ist, falls Sie nicht gleich sofort investieren müssen. Gut, wenn es eine saubere Fernwärme gibt, fragen Sie die. Also fragen Sie auch, wie sauber die Fernwärme ist und wie viel CO2 die hat. Vergleichen Sie das mit der vorigen Tabelle. Es gibt auch Städte, da gibt es schrecklich dreckige Fernwärme. Ne?
weil sie aus Kohlekraftwerken stammt oder Kohleheizwerken stammt oder Ölheizwerken stammt. Das ist dann nicht vorzuziehen. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel Ölheizwerk. Ne? Ein Ölheizwerk, was über Fernwärme an verschiedene Häuser die Wärme verteilt, ist immer noch schlechter als eine Ölheizung im eigenen Keller, weil nämlich außerdem, dass es dasselbe Öl ist, ne, auch noch die Verteilverluste in der Straße dazukommen. Ne? Also eigentlich lohnen sich nur Heizkraftwerke, wo auch Strom erzeugt wird, und von denen inzwischen und in Zukunft nur noch die, die saubere Brennstoffe verwenden. Damit scheiden viele Fernwärmegebiete, die früher mit Kohleheizkraftwerken betrieben worden sind, in den nächsten Jahrzehnten auch aus oder müssen eben umrüsten auf neue Wärmequellen. So, wenn Sie Fernwärme angeboten bekommen, ist die nächste Frage: Eignet sich das Haus für Fernwärme? Ich habe hier Fernwärme im Haus, also in diesem Büro, wo ich jetzt sitze, das in der Innenstadt in Detmold. Für die von Ihnen, die noch gar nicht wissen, wie Fernwärme funktioniert, fällt mein Blick hier in meinen Heizkeller. Hier kommt das Rohr aus der Straße an, hier rechts. Ne? Das sind diese schwarzen heißen Rohre, 95 Grad ungefähr warm. Die Leitung führt zu dieser sogenannten Fernwärmeübergabestation. Das ist ein Plattenwärmetauscher, wo auf der einen Seite das heiße Fernwärmewasser durchfließt, geschlossener Kreislauf, gehört den Stadtwerken, und auf der anderen Seite mein Heizungswasser im Haus durchfließt. Ne? Und an dem Plattenwärmetauscher übernehmen diese beiden Wasserströme voneinander die Wärme. Ich habe im Haus dann eine Umwälzpumpe, die das zu dem Heizkörper pumpt. Und da die Fernwärme bei uns hier so warm ist, also 90, 95 Grad warm ist, kann ich jeden beliebigen Heizkörper damit bedienen. Also wenn Sie eine Fernwärme in diesem üblichen hohen Temperaturniveau angeboten bekommen, können Sie damit jedes Haus beheizen, das bisher eine Öl- oder Gasheizung hatte. Weil das Heizungswasser von der Öl- oder Gasheizung ist nicht so warm, dass Sie das mit diesen Temperaturen nicht herstellen könnten. Der einzige Fall, wo es nicht geht, ist, wenn Sie ein Haus haben, was überhaupt keine Heizwasserverteilung hat. Also wenn Sie Elektrofußbodenheizung haben oder eine Ofenheizung haben, dann können Sie natürlich die Fernwärme weder in den Ofen einspeisen noch an das Stromkabel leiten. Dann müssen Sie erst Heizflächen bauen, also Heizkörper oder Fußbodenheizungen einbauen. Ne? Aber Häuser mit Elektrofußbodenheizung gibt es jetzt zum Glück nicht so viele. Übrigens, selbst wenn man eine sehr saubere Fernwärme hat, lohnt es sich in vielen Fällen, den Altbau zu dämmen. Dieses Haus hier haben wir auch sehr gut gedämmt. Nicht nur, weil man Heizkosten spart, sondern auch, weil dann die Fernwärme für mehr Leute reicht. Ne? Alle diese sauberen Fernwärmen haben begrenzte Kapazitäten. Und wenn ich davon zu viel verballere, reicht es dann für den übernächsten Nachbarn nicht mehr. Dann muss der weiterhin mit Öl heizen. Das wollen wir ja auch nicht. So, nächster. Was machen, wenn es keine saubere Fernwärme gibt? Antwort ist meiner Ansicht nach heute eindeutig: Dann kommt nur die Wärmepumpe in Frage. Oder fast nur die Wärmepumpe. Es gibt Ausnahmen, aber wenige. So, wenn Sie sich noch nie mit Wärmepumpe beschäftigt haben, ist erstmal die Frage: Was ist denn eine Wärmepumpe? Ganz naiv, kann man ja fragen. Da kann ich Ihnen sagen, ist relativ einfach: Sie haben nämlich eine. Sie haben sogar mehrere Wärmepumpen. Das hier, das ist das Foto von unserem Bürokühlschrank, wo Sie sehen, ist gar nichts drin. Manchmal ist ein bisschen Milch drin. Ganz selten mal Kuchen. Der Kühlschrank enthält eine Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das pumpt von der einen Seite die Wärme weg und zur anderen Seite hin. Und beim Kühlschrank ist der Nutzen, dass es dir aus dem Innenraum des Kühlschranks die Wärme rauspumpt. Dadurch wird es innen kühl. Ne? Und die Wärme kommt dann hinten an diesem schwarzen Gitter an, ne? Wo sie den Raum etwas erwärmt. Also ich wiederhole, eine Wärmepumpe ist eine kleine elektrische Maschine, die pumpt auf der einen Seite Wärme weg, dann wird es da kalt, und auf der anderen Seite pumpt sie es hin, dann wird es da warm. So einfach ist Wärmepumpe. Mehr müssen Sie davon nicht verstehen. Ne? Jetzt gibt es allerdings sehr verschiedene Wärmepumpen, ne? Die nach demselben Grundprinzip funktionieren, aber für verschiedene Anwendungen gebaut sind. Also erstmal unterscheidet man sie nach der Wärmequelle. Also der Kühlschrank hat als Wärmequelle die Lebensmittel, die Sie da reinlegen. Die kommen lauwarm an in Ihrer Einkaufstüte, ne, und werden runtergekühlt, und wird Ihnen also Wärme entzogen. Gut, das Beispiel interessiert nicht arg, weil der Kühlschrank ist ja als Heizung nicht nutzbar. Ne? Aber nehmen wir mal die großen die Wärmepumpen für große Wärmeströme. Die Außenluftwärmepumpe zum Beispiel steht im Garten, hat so einen Propeller drin, in so einer Blechkiste, ne? Pumpt Außenluft durch und kühlt die Außenluft ab. Und die der Außenluft entzogene Wärme wird dann in Form von heißem Wasser
für ihre Heizung bereitgestellt. Es gibt Sohle-Wasser-Wärmepumpen. Sohle ist Wasser mit Frostschutzmittel. Ne? Die haben einen Schlauch in der Erde als Tiefenbohrung oder als Flächenkollektor verlegt. Und durch diesen Schlauch fließt die Sohle. Und die Sohle nimmt, weil der Schlauch überall Kontakt mit der Erde hat, die Temperatur der Erde an. Da können Sie eine ganz kalte Sohle reinschicken und die kommt nach einer Weile lauwarm wieder zum Vorschein. Und das Lauwarme können Sie mit der Wärmepumpe wieder abkühlen, wie im Kühlschrank, ne? Wärme rausholen und ganz kalt wieder in die Erde zurückschicken, auf dass er sich von der Erde dann wieder erwärmt. Ne? Die Wärme kommt immer aus der Erde dann. Ne? Die Erde gibt es an den Schlauch, der Schlauch gibt es an die Sohle gibt es an die Wärmepumpe pumpt es auf ein höheres Temperaturniveau und stellt es dann ihrem Heizungswasser zur Verfügung. Auf der anderen Seite von der Wärmepumpe. Ne? So, es gibt auch Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die entziehen die Wärme einem Wasser. Also man kann Grundwasser dazu nutzen oder Bachwasser oder Flusswasser oder auch Abwasser kann man dazu nutzen. Ne? Solange das Wasser eben abkühlbar ist, bis kurz bevor es vereist, ne, können Sie Wasser ja mit einer Wärmepumpe abkühlen. Ist aber nicht so häufig. Sohle-Wasser-Wärmepumpen sind häufig, Außenluft-Wärmepumpen sind sehr häufig, weil sie einfach billiger sind. Ne? Es gibt noch Abluftwärmepumpen in Gebäuden mit Lüftungsanlagen. Wenn Sie in Schule mechanisch belüften, hinten kommt ein riesengroßer Luftstrom raus von den ganzen Klassenzimmern, ne, ist da viel Wärme drin, die können Sie mit einer Wärmepumpe abkühlen, diesen Luftstrom. Das ist dann eine Abluftwärmepumpe und können damit die Heizung von der Schule oder die Dusche von der Schule versorgen. Ne. Für das normale Wohnhaus, was bisher eine Ölheizung oder Gasheizung hatte, sind die Außenluftwärmepumpe und die Sohle-Wasser-Wärmepumpe die häufigsten beiden. Wasserwasser, also wo man Grundwasser nutzt oder Flusswasser nutzt, sind eher seltener. Und Abluftwärmepumpen kommen vor allem dort in Frage, wo Lüftungsanlagen vorhanden sind, wo ein also gebündelter größerer Luftstrom schon von der Lüftungsanlage bereitgestellt werden kann. So, jetzt kann man die Wärmepumpen außer nach der Wärmequelle auch nach der Anwendung sortieren. Die häufigsten Wärmepumpen weltweit sind die, die kühlen sollen. Also der Kühlschrank, der Gefrierschrank, die Gefriertruhe, alles kleine Wärmepumpen. Die Klimaanlage im Auto ist eine Wärmepumpe. Ne? Gibt es also massenhaft in kleinsten bis, was weiß ich, Gefrierzelle in der Gastronomie oder Kühlzelle in der Gastronomie, immer größere Anlagen, ne? Brummen dann irgendwie außen an der Fassade vor sich hin. Ne? Oder auf den Fabrikhallendächern. Ne? Also für die Kältetechnik gibt es massenhaft Wärmepumpen auf dem Markt. Und für den Heizungsbereich kommen sie jetzt zunehmend, weil wir eben in Zukunft von Öl und Gas weg wollen und zu strombasierten Heizsystemen hinwollen, die mit regenerativem Strom versorgt werden und ansonsten die überwiegende Menge der Wärme aus der Umgebung entziehen. Dann kommt sie ins Haus rein, aus dem Haus geht sie wieder durch Ritzen und Fugen raus, ist dann wieder Umgebung, das ist so ein Kreislauf. Ne? Wir kommen dann, wir brauchen keine fossilen Energien mehr verfeuern. Die Wärme, die Außenwand und Dach und Fenster rausgeht, fangen wir draußen mit der Außenluftwärmepumpe wieder ein und schieben sie wieder ins Haus zurück. Das ist im Prinzip ein kleiner Kreislauf. Ne? Ja, die Heizungswärmepumpe ist also der Klassiker. Und dann gibt es noch Brauchwasserwärmepumpen, die nur die Aufgabe haben, warm Wasser zu erzeugen. Ja, will ich jetzt nicht vertiefen. Heute geht es erstmal um Öl- und Gasheizung zu ersetzen. Jetzt taucht genau wie vorhin bei der Fernwärme die Frage auf, eignet sich mein Haus für eine Wärmepumpe? Ja oder nein? Ich beantworte die Frage ein bisschen ausweichend. Ich sage ja, meistens. Es gibt Häuser, die sind eindeutig geeignet. Und es gibt Häuser, die sind bedingt geeignet. Und es gibt auch Häuser, die sind ungeeignet. Oder da ist es schwierig, das zum Laufen zu bringen. Man kriegt es irgendwie hin, aber es ist nicht so ganz befriedigend. Ne? Also, ja, auf jeden Fall, wenn Sie ein Haus mit Fußbodenheizung haben. Dann haben Sie ideale Randbedingungen für eine Wärmepumpe. Selbst wenn es nicht 100% Fußbodenheizung, sondern nur überwiegend Fußbodenheizung hat, ist das eine sehr gute Randbedingung. Weil Wärmepumpen arbeiten dann besonders effektiv, wenn sie keine besonders hohe Temperatur erzeugen müssen. Und eine Fußbodenheizung wird ja mit so nur 35 Grad warmem Wasser beschickt und nicht wie so ein Heizkörper mit 60 Grad oder 55 Grad. Ne? Also wenn Sie einen Altbau mit Fußbodenheizung haben, haben Sie gute Randbedingungen für eine Wärmepumpe. Wenn Sie keine Fußbodenheizung haben, muss man komplizierter denken anfangen. Dann muss man als erstes mal gucken,
Wie warm ist denn das Heizungswasser in meinem Heizsystem? So, jetzt ist es aber vielleicht deswegen so warm, weil das einfach mal jemand so eingestellt hat, nicht weil es unbedingt nötig ist, ne? Also heißt die genauere Frage, wie warm muss das Wasser in meinem Heizsystem sein, dass die Zimmer warm werden? Bei einer bestimmten Außentemperatur, ne? Also wenn wir so wie heute 14 Grad haben, braucht man nicht die Heizwassertemperatur, wie wenn es draußen minus 10 Grad hat. Also müssten Sie jetzt versuchen herauszufinden, wie warm ist bei mir das Heizungswasser, wenn es draußen minus 10 Grad hat, und wie warm muss es sein? Nicht nur aufgrund der zufälligen Einstellung, die ich habe, sondern die notwendige Einstellung. Das werden Sie selber nicht beantworten können in den meisten Fällen. Da müssen Sie den Heizungsbauer hinzuziehen und der kann das dann rauskriegen. Wenn zum Beispiel in Ihrem Haus mit Heizkörpern mit 50 Grad Heizwassertemperatur an den kältesten Tagen das Haus warm wird, haben Sie auch noch eine gute Randbedingung für Wärmepumpen. Wenn Sie 75 Grad brauchen am kältesten Tag, ist aber eher selten, ne? Hätten Sie eine schlechte Randbedingung. Jetzt ist es aber so, dass diese Temperatur nicht fix vorgegeben ist. Die hängt von verschiedensten Parametern ab. Und wenn man also in einen Altbau mit Heizkörperheizung eine Wärmepumpe reinhaben willst, muss man sich diese ganzen verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten durchdenken, dass man wiederum zur wirtschaftlichsten Lösung kommt. Ein Heizkörper, der um das Zimmer warm zu kriegen, zum Beispiel 60 Grad braucht, bräuchte nur 50 Grad, wenn er doppelt so groß wäre. Oder anderthalb mal so groß. Das kann man ausrechnen. Und wenn Sie jetzt also den Fall haben sollten, dass in Ihrem Haus drei Zimmer nicht warm würden mit 50 Grad, die anderen schon, aber diese drei eben nicht, ne? Könnten Sie auch sagen, gut, dann baue ich in drei Zimmer eben etwas größere Heizkörper ein. Dann passt das wieder. Ne? Das kann man ausprobieren. Sie können auch sagen, okay, wenn im Wohnraum, wo ich so viele große Fenster habe, das Zimmer einfach mit 50 Grad nicht warm wird, da brauche ich 60 Grad, könnten Sie sich mal Ihre Fenster angucken. Wenn Sie da alte Thermopenverglasung aus 1970 drin haben, U-Wert 2,9, und tauschen die aus mit heutiger Dreifachverglasung, U-Wert 0,6 gegenüber 2,9, ne? Dann brauchen Sie in diesem Wohnzimmer mit den großen Fenstern abrupt nur noch ein Drittel der Wärme von vorher. Oder weniger als ein Drittel der Wärme von vorher. Und deswegen kann man auch überlegen, wenn die Heizlastberechnung sagt, okay, du kriegst die Räume nur mit 60 Grad warm, an welchem Parameter kann ich denn drehen? Ich kann an der Heizkörpergröße drehen, ich kann an der Glasqualität drehen, ich kann an der nachträglichen Wärmedämmung von Fußboden oder Dach oder Wand drehen, ne? Ja, und dann sehe ich ja, wenn ich an verschiedenen Parametern drehe, komme ich dann hin, dass ich gute Randbedingungen für meine Wärmepumpe schaffe. Was auch noch wichtig ist für das gute Funktionieren einer Wärmepumpe, ist, dass sie gut angesteuert wird. Dass sie nicht irgendeinen Standardwert nehmen und denken, naja, es passt schon, und dann läuft die halt das ganze Jahr vor sich hin und sie wundern sich über die Stromrechnung, ne? Sondern man sollte dann schon wirklich überwachen, ob die richtig gut läuft und ob sie nicht unnötig hohe Temperaturen bereitstellt, was ihren Stromverbrauch erhöht. Ja, also da gibt es verschiedene Wege, wie man sich dem Thema annähern kann. Können wir jetzt leider nicht alles ausführlich diskutieren, aber ich wollte immer so die Hinweise geben. Es ist keine Ja-Nein-Antwort, sondern es ist leider eine kompliziertere Antwort. Aber Sie können auf den Weg gehen, das herauszufinden. So, wenn Sie also mangels Fernwärme Richtung Wärmepumpe wollen, wie sollten Sie vorgehen? Dafür mal vielleicht so eine Abfolge von Schritten. Die erste Frage ist natürlich, wofür wird die Wärmepumpe gebraucht? Wollen Sie eine Vollversorgung des ganzen Hauses für Heizung und Warmwasser, wie bisher die Ölzentralheizung? Oder soll es nur eine Zusatzheizung sein? Oder soll sie nur Warmwasser machen? Oder noch eine andere Aufgabe lösen? Ja. Wir haben auch Kunden, die bauen zu einer vorhandenen Gasheizung zusätzlich eine kleine Wärmepumpe ein und sagen, immer wenn die Sonne scheint, läuft meine Wärmepumpe, dann brauche ich kein Gas. Und wenn es im Winter kalt ist, habe ich ja die Gasheizung nach wie vor. Ja. Sind sie nicht ganz unabhängig vom Gas, braucht aber viel weniger Gas als vorher. Und nutzen ihre Photovoltaik gut aus. Kommen wir gleich noch drauf. Ne. Also Vollversorgung ist nicht die einzige Alternative, das System, was alles löst, sondern man kann auch sagen, okay, ich mache ein bivalentes Heizsystem. Es gibt einerseits eine Gasheizung und andererseits gibt es eine Wärmepumpe, die unterstützt die Gasheizung. Immer dann, wenn entweder Photovoltaikstrom da ist oder wenn es gerade nicht so kalt ist, oder ich keine so hohen Wassertemperaturen brauche oder wie auch immer. So, wenn Sie das geklärt haben, ist die nächste Frage,
Welche Wärmequelle wollen Sie nutzen? Wollen Sie Außenluft nutzen? Das ist eine billigere Anlage, aber im ganz kalten Winter dann nicht so effektiv, weil die ganz kalte Außenluft dann nicht mehr so viel Wärme hergibt wie eine Sole-Wasserwärmepumpe, die eben mit einer Tiefenbohrung aus der Tiefe auch im kältesten Winter immer ihre 10 Grad plus zurückkriegt. Ne? Und natürlich dann deutlich weniger Strom braucht. Ne? Aber am Anfang mehr kostet. Ne? Also muss man sich überlegen, will man jetzt möglichst kostengünstige Investitionen oder will man eine auf Dauer möglichst optimale Anlage haben? Das muss man selber entscheiden. Falls Grundwasser bei Ihnen in Frage kommt oder Abluft zur Verfügung steht, kann man das auch noch prüfen. Normalerweise ist die Grundentscheidung Außenluft, billigere Anlage, etwas weniger Effizienz oder Sole, Wasserwärmepumpe, höhere Effizienz, teurere Anlage. Bei Sole, wenn Sie das erwägen, zumindest erstmal weiterprüfen wollen, ist der nächste Schritt, rufen Sie bei Ihrem Landkreis die untere Wasserbehörde an und fragen Sie, ob Sie bei sich überhaupt bohren dürfen. Es gibt Standorte, wo man nicht bohren darf, weil da irgendwelche Grundwasser- oder Trinkwasservorkommen unten drunter sind oder Gipsschichten, ne, die das nicht mögen, wenn man sie durchbohrt. Ne. Also das kriegen Sie relativ schnell raus beim Kreisfragen. Wenn der Kreis sagt, Sie dürfen auf dem Grundstück auf gar keinen Fall bohren, dann ist die Möglichkeit ja schon ausgeschieden. Wenn der Kreis sagt, Sie dürfen bohren, können Sie ihn als nächstes fragen, was können Sie mir hier für Bohrfirmen nennen in der Nähe, die ich mal um Preis bitten kann, ne, Angebot bitten kann. Das sagt er Ihnen, weil er kennt die alle, ne, die es in der Nähe gibt. Und dann können Sie die Spur weiterverfolgen. So, wenn Sie dann die Kosten einer Bohrung oder die Kosten einer Wärmepumpenanlage mit Einbau rausfinden wollen, brauchen Sie als nächsten Schritt die Heizlast Ihres Hauses. Also wie viel kW Leistung braucht dieses Haus am kältesten anzunehmenden Tag, sagen wir bei minus 15 Grad Außentemperatur, um warm zu sein? Diesen Wert dürften Sie wahrscheinlich nicht kennen von Ihrem Haus. Ne? Ich kenne von meinem auch nicht. Ne? Ich könnte nachgucken, aber aus dem Kopf weiß ich ihn nicht. Ne? Vielleicht wurde der früher mal berechnet, wenn Sie die alten Unterlagen, als Ihre heutige Heizung gebaut wurde, noch haben und falls es damals ordentlich ermittelt wurde und auch nicht nur Pi mal Daumen abgeschätzt wurde, gibt es vielleicht eine alte Heizlastberechnung. Wenn nicht, empfehle ich Ihnen, lassen Sie die Heizlast neu berechnen. Und bei dieser Berechnung lassen Sie den Berechner gleich ein paar Nebenaufgaben lösen, nämlich wie würde sich die Heizlast verringern, wenn ich zum Beispiel neue Fenster einbaue? Wie würde sich die Heizlast pro Raum verringern, wenn ich zum Beispiel das Dach dämme oder die Kellerdecke dämme? Oder wie auch immer, was in Frage kommt bei Ihnen. Ne? Denn dann haben Sie am Ende von all den Sachen, von all den Möglichkeiten, die Ihnen offen stehen, Informationen, die Sie zusammenführen können, das Optimum für sich herausfinden können. Ja, wenn Sie die Heizlast haben, kann man praktisch fast im selben Rechengang noch ausrechnen, welche Heizwassertemperatur brauche ich bei dieser raumweisen Heizlast, um mit dem heute vorhandenen Heizkörper in dem Raum genügend Wärme in den Raum zu bringen. Das ist die Heizlastberechnung pro Raum, kommt als Nebeneffekt noch raus, welche Temperatur nötig ist. Ne? Denn Sie wollen ja mit der Temperatur spielen. Für den Wärmepumpenbetrieb wollen Sie ja eine möglichst niedrige Heizwassertemperatur hinkriegen, dass die Wärmepumpe nicht so viel Strom verbraucht. So, wenn bei dieser ganzen Berechnung rauskommt, Sie brauchen, tut mir leid, Sie brauchen 65 Grad im Winter, ne? Über ein paar Wochen, dann sollten Sie ernsthaft prüfen, ob Sie den Wärmebedarf des Hauses oder einzelner Räume, wo es besonders eng ist, ne, verringern können. Wenn bei der Heizlastberechnung rauskommt, nee, Sie kommen mit 42 Grad locker über den Winter, ne, dann sind Sie alles gut, ne? Brauchen Sie da nicht mehr weiter was machen. So, jetzt braucht die Wärmepumpe Strom und Strom kommt künftig im Wesentlichen von Photovoltaik und Wind in Deutschland. Und besonders attraktiv ist natürlich, wenn Sie den Strom selber erzeugen, weil die Photovoltaikanlagen inzwischen so billig geworden sind, dass der selbst erzeugte Strom deutlich kostengünstiger ist als der Strom, den Sie aus dem öffentlichen Stromnetz kaufen, ne? Wenn Sie die Anlage richtig dimensionieren. Und zu diesem Thema will ich noch ein paar Anregungen geben. Ich habe hier mal von Freitag, 18. März diesen Jahres, blau meine Photovoltaikerzeugung gezeigt. Also ich habe eine Anlage, die nach, fast nach Süden zeigt. Gegen 8 Uhr war es hell genug, dass die Anlage die ersten Watts machte. So ab 9 Uhr fing die Leistung rapide an anzusteigen. Wir hatten heute einen fast klaren Himmel. Ne? Hier hat sie weggeregelt auf diese Leistung.
Dann kam mal irgendwie eine Wolke vorbei, dann kam noch ein bisschen Wolke und dann ging es gegen Nachmittag wieder runter und nur 18:30 Uhr war Schluss mit Stromerzeugung. Ne? Spitze bei mir zu Hause ist eine Anlage mit 6 Modulen, a 2 Quadratmetern, ne? War so ungefähr 1,75 kW. Wir hatten ganz, ganz bisschen dunstigen Himmel, also ich komme sonst auch auf 1,9 kW oder auf 2 kW. Ne? Aber das ist ein typischer sonniger Märztag. Außentemperatur 5 Grad. 5 bis 10 Grad, mittags etwa 10 Grad, früh am Morgen 2 Grad. Also schon noch Heizperiode. Ne? Also ohne Heizen wird das Haus nicht warm werden. So, wenn meine Wärmepumpe jetzt gleichmäßig durchläuft, die bei mir zu Hause befindliche Wärmepumpe braucht 500 Watt. Oh, ich sehe gerade, das ist zu niedrig eingezeichnet. 500 Watt müsste auf dieser Höhe sein. Habe ich nicht drauf geachtet. Entschuldigung, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. War schon fertig. Ne? Also die würde hier einen Strich ziehen, die Wärmepumpe, wenn sie gleichmäßig durchläuft, auf dieser Höhe ungefähr. Und würde natürlich nur in diesem mittleren Bereich sich mit meiner Stromerzeugung überschneiden. Das heißt, in dieser Zeitabschnitt könnte ich mit meinem eigenen Strom die Wärmepumpe betreiben. Danach müsste ich wieder Strom vom Netz kaufen und davor am Morgen, von Mitternacht bis morgens um 9, müsste ich auch Strom kaufen. Aber nur weil die Wärmepumpe gleichmäßig läuft. Würde die nicht gleichmäßig laufen, sondern anders, könnte ich meinen eigenen Strom besser ausnutzen. Das zeigt dieses Bild. Achso, Entschuldigung, ich hatte mir was anderes überlegt. Diese Wärmepumpe lief jetzt auf 200 Watt Leistung. Ne? Die würde ausreichen, um für den ganzen Tag genügend Wärme zu erzeugen. Also wäre hier eine gedrosselte Leistung schon. Ne? Entschuldigung. Würde ich die Wärmepumpe mit 500 Watt laufen lassen, aber dafür nur in dieser Zeit, wo ich genügend Strom dafür habe. Also in der Nacht läuft sie nicht, sondern erst ab 10 Uhr in diesem Fall würde sie laufen und nur bis 17:45 Uhr ungefähr. Dann auch wieder nicht mehr. Ne? Würde ich in dieser Zeit mehr Wärme erzeugen, als ich brauche, dann würde das Haus zu warm werden, ne? Wenn ich es gleich verheizen würde. Ne? Und deswegen würde ich dann in dieser Zeit die Wärme in einen Speicher schicken. Ich habe bei mir tatsächlich auch einen Speicher stehen. Der ist relativ klein. Ich würde ihn beim nächsten Mal größer wählen. Und bei diesem Betrieb kann ich, so betreibe ich meine Anlage auch wirklich, während der Sonnenscheinstunden so viel Wärme erzeugen und in den Speicher packen, dass wenn ich nachts den Speicher wieder entlade, ich über das ganze Haus über den ganzen Tag genügend Wärme habe. Und das ist so ein Optimierungsziel, ne? Dass man versucht, die Sonnenstunden maximal auszunutzen, indem man auch in diesen Wärme erzeugt, die man gleichzeitig gar nicht braucht, sondern einlagert, um sie zu einer späteren Zeit, also in der Nacht darauf zum Beispiel, wieder zur Verfügung zu haben. So, ich könnte natürlich noch weiter optimieren, indem ich sage, ich habe jetzt hier immer noch Überschussstrom. Ne? Und während ich hier, ich gehe nochmal zurück, wie geht das? So zurück. Während ich bei dieser Betriebsweise meinen Speicher nur halb voll kriege, ne, kriege ich bei der Betriebsweise, wo ich diesen Überschussstrom per Heizstab noch oder per hochgeregelte Wärmepumpe in Wärme erzeugen umwandle, kriege ich den Speicher noch weiter voll. Ich habe jetzt eine Wärmepumpe, die kann ich nicht stärker stellen als 500 Watt, dann ist die erschöpft. Ne? Also die kann ich noch mehr erzeugen. Ich kann den Überschussstrom im Moment bei mir nur per Heizstab in den Tank laden. Mache ich auch. Hätte ich aber eine Wärmepumpe, die noch mehr Leistung zur Verfügung hätte und die würde so geschaltet werden, dass sie in diesem Zeitfenster dann, wenn die Solarerträge so hoch sind, immer noch mehr Wärme erzeugt, dann könnte ich auch damit den Speicher vollladen. Ne? Und wenn ich dann noch einen größeren Speicher hätte, der nicht nur über eine Nacht reicht, sondern sagen wir, über 3 Tage reicht, ne, kann ich natürlich auch mal einen bedeckten Tag dann aus dem Vorrat meiner Wärme schöpfen, nachdem ich den Speicher mit der Sonne von 2 Tage vorher vollgeladen habe. Ne. Also das sind so die Optimierungskriterien. Ist ein ganz weites Feld. Also wir optimieren auch unseren Elektroautobetrieb und andere Verbraucher inzwischen anhand der Sonnenganglinien. Ne? Das macht Spaß, ne? Und spart Geld. Ne? Jo. Also wenn Sie auf Ihr Dach auch eine PV-Anlage bauen, was ich Ihnen nur empfehlen kann heute, ne? Maximale Ausnutzung des Daches, ne? Dann sollten Sie auch versuchen, den eigenen Strom maximal zu nutzen. Und da ist natürlich die Wärmepumpe hilfreich, weil die in dem Winter den ganzen Strom verbraucht, ne? Und Sie sollten überlegen, ob Sie nicht einen Heißwasserspeicher daneben stellen können, sodass Sie in den Sonnenüberschusszeiten die Wärmepumpe nicht wegregeln müssen, weil das Haus sonst zu warm würde, ne? Sondern die Wärme einlagern können.
Im normalen Haushalt können Sie auch Waschmaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, also zeitvariable Geräte, natürlich dann laufen lassen, wenn die Sonne scheint. Oder Sie können einen Solarmanager als elektronisches Zusatzgerät kaufen, das Ihnen diese Geräte aus der Ferne dann steuert. Wenn man nicht zu Hause ist, ist es ein Vorteil. Wenn man zu Hause ist, kann man es auch selber machen. Ne? Ja, wenn Sie dann die Einsparmöglichkeiten und die Versorgungsmöglichkeiten und deren Kosten und Kosten-Nutzen-Verhältnisse halbwegs ermittelt haben, sodass Sie planen können, müssen Sie halt, genau, Sie müssen die ermitteln, um es dann vergleichen zu können. Sie werden jetzt vielleicht enttäuscht sein, dass ich Ihnen die Lösung, die für Sie genau zutrifft, nicht sage und auch nicht sagen kann. Ich kenne Ihr Haus nicht. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie viel Sie investieren wollen und wo es ein Nett gibt. Sagen, das fasse ich nicht an. Das will ich jetzt gar nicht. Ne? Und, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen die Bandbreite dessen, was Sie bedenken sollen, wenn Sie von Gas weg wollen. Also nicht nur ein Komplettheizsystem durch ein komplett anderes Heizsystem ersetzen und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht die wirtschaftlichste Lösung. Wahrscheinlich ist die wirtschaftlichste Lösung, sich deutlich mehr Gedanken zu machen, ob man nicht sinnigerweise noch Bedarfe reduziert und wie man es mit Photovoltaik kombiniert und wie man es mit Speichertechnik kombiniert. Ne? Da kommen Sie wahrscheinlich zum Optimum. Und zwar sowohl betriebswirtschaftlich für sich selbst als auch volkswirtschaftlich für die deutsche Energieversorgung. Mein Fazit ist, denken Sie langfristig und nicht nur, ich will jetzt nicht so viel ausgeben, ich warte lieber noch mit dem Teil. Ne? Denken Sie systematisch. Aus meiner Sicht ist Versorgungssicherheit, was uns heute ja vor allem umtreibt beim Gas, ne? Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit kompatible Größen und nicht widersprüchliche Ziele. Ne? Und man sollte auf die hohen Effekte achten. Nicht so sehr auf den Aufwand schielen, denn Geld ist gar nicht so teuer im Moment. Ne? Nach wie vor noch nicht teuer. Wir haben noch sehr niedrige Zinsen und viel wird auch bezuschusst. Ne? Dieses Bild, was ich jetzt im Abschluss zeige, ist eine Neubausiedlung von Häusern, die sich fast vollständig selber versorgen. Alle. Ne? Und das müssten nicht Neubauten sein, das könnten auch Altbauten sein. Wesentliches Merkmal ist, sie haben sehr viel Photovoltaik auf dem Dach, fast immer die ganze Dachfläche. Ne? Weil das heute einfach, nachdem die Photovoltaik so billig geworden ist, sinnvoll ist. Ne? Und dies hier sind jetzt auch alles gut gedämmte Häuser, aber auch die Altbauten können sie gut dämmen. Als Altbaubesitzer hat man die Möglichkeit, einen großen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und selber deutlich Heizenergie einzusparen und Kosten einzusparen, Betriebskosten einzusparen und natürlich auch den enormen Komfortgewinn dann einstreichen zu können, der sich ergibt, wenn ein Haus einfach thermisch total behaglich ist, wenn alle Oberflächen warm sind und es nirgends mehr kalt ist und zieht. Insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Grübeln und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche viel Erfolg. Und gucken Sie die anderen Videos an, wenn Sie noch einen Altbau haben, wo Sie was sanieren müssen. Ne? Auf Wiedersehen.